Oh, Goal, es tut mir leid. Oh je. Wir eskalieren. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Aber er ist unsere Ratte. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Natürlich Dafür nicht. Dafür hat er einfach nicht das Format. Genau. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Super. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Oh je. Oh je. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Genau. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder oh wie? Je. Du Goal. Du Goal? Ja? Erklären wir es? Wir erklären es. Es ist so... Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut, ich sag's jetzt einfach. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Nö, ist klar. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Ich bin nicht Cletus. Oh je. Jetzt beruhige dich doch. Okay. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber oh je. Das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Die wollte ich auch zurücklassen, du Depp. Okay, das ist die Backup-Datasette. Spitzenunterwäsche. Für Männer. Kann er behalten. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Okay. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Und tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also müssen wir jetzt hier diese Datasette wiederbekommen. Nur die Frage ist, woher? Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Okay. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig.
Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Okay. Ihr habt den Mann gehört. Auf! Das sieht doch einfach aus. Also brauchen wir jetzt die Datasette. Das ist meine Chance. No. Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Okay. Datasette eingepackt und ich würde fast annehmen, wieder zurück zum Fahrstuhl. Erfahrungsgemäß ist aber... wir müssen mit Sicherheit erstmal zum Dock des Relais. Hallo. Oder auch nicht. Na, überrascht? Du Total. Dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Nein. Traum. Nein. Die Liebe deines Lebens. Nein. Deinen Heimatplaneten. Verdammt. Ja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Das ist doch doof. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals. Wir können doch über alles reden. Du hast gewonnen. Wir können doch über alles reden. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Niemals? Nee, wir wollen Gold retten. Gold retten. Selbstverständlich. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Oh je. Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Oh Mann. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Oh je. Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Haha. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Goal, geh nicht! eine schöne Zukunftsvision. Hoch mit Handbetrieb. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Oh je. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel!
Zisch, zisch. Diesen Verräter, das ist ihn. Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Ah, wir können mit ihm nachfliegen. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Bestimmt. Hoppla, Geländer. Griff, haha. Muss weg. Halt, stopp. Was tust du? Nicht so gut. Oh nein. Nüss. Verdammt. Au. Au. Na, so schnell wieder zurück? Aua. Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Oh Mann. Oh je. Ja, cool, wir haben die Datasette. Die braucht ja der Organon irgendwo für. Wollen wir mal schauen. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Ja, nicht so richtig, ne? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Das war's, Deponia von der Delic Entertainment. Wie cool, muss man sagen. Großartiges Spiel, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das Ende verspricht ja mehr, verspricht ja eine Fortsetzung und die gibt es auch schon. Chaos auf Deponia heißt sie, auch die ist im Handel erhältlich. Wenn ich dran denke, werde ich auch einen Link auf das Produkt dann machen für Amazon und das Ganze eben in die Videobeschreibung unten reinpacken. Mir hat das total gut gefallen. Ich hoffe, ihr habt das Let's Play genossen. Ich selber fand es total riesig. Wie gesagt, selten so viel Spaß gehabt beim Adventure. Ich glaube, ihr habt mich auch selten so häufig in Videos herzhaft lachen hören. Es war unfassbar unterhaltsam. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses unglaublich geile Spiel. Und ja, auch für die tolle E-Mail, die dann eben zurückgekommen ist. Also ich habe auch die offizielle Erlaubnis, das Ganze hier auf YouTube hochzuladen und so weiter. Also richtig geile Firma. Ich bin total beeindruckt. Was für mich auch bedeutet, ich werde weitere Sachen aus dieser Mühle der Delic Entertainment nämlich machen. Edna bricht aus. Hatte ich mir tatsächlich schon mal aufgeschrieben, würde ich ganz gerne machen. Vorher möchte ich aber auf jeden Fall noch Harveys neue Augen anspielen. Chaos auf Deponia werde ich selbstverständlich auch ins Auge fassen, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall weitergehen hier mit Point-and-Click-Adventures. Hier aber an dieser Stelle und mit dieser Geschichte ist erstmal vorbei und damit auch ein, ja, Hussa, volle Fahrt von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denn, euer Frodo.